ist eine der bizarrsten UFO-Geschichten, die je erzählt wurden. In Aurora, Texas berichten Augenzeugen am 17. April 1897 von einem fliegenden Luftschiff, und zwar 5 Jahre vor dem ersten Flug der Gebrüder Wright. Was 1897 über Texas geflogen ist, war nicht von Menschenhand. Es gibt Beweise, dass dort 1897 ein UFO abgestürzt ist. Aus dem Wrack wird eine kleine, stark verstümmelte Leiche geborgen, die von der Presse als nicht von dieser Welt beschrieben wird. Sie wird auf dem örtlichen Friedhof begraben. Manche halten die Geschichte für Dorfgerede, andere für das bedeutendste Ereignis aller Zeiten. Ich kann mir kein besseres Beispiel für ein UFO vorstellen. Wirklichkeit oder Fiktion? Wahrheit oder Mythos? Begeben Sie sich auf Spurensuche im texanischen Roswell. Der Roswell-Zwischenfall von 1947 ist wohl die bekannteste Geschichte eines UFO-Absturzes aller Zeiten. War es aber auch die erste? Am 17. April 1897 wurde am Himmel über Aurora in Texas ein mysteriöses Luftschiff mit Kurs auf das Haus eines ortsansässigen Richters gesichtet. Die Geschichte des Absturzes von Aurora ist ziemlich simpel. Laut den damaligen Zeitungsberichten kam ein großes silbernes, zigarrenförmiges Objekt am Morgen des 17. April 1897 der Erde immer näher. Es prallte gegen die Windmühle beim Haus von Richter Proctor und explodierte in 1000 Einzelteile. 2 Tage später, am 19. April 1897, berichtete die Dallas Morning News: Heute Morgen wurden die Frühaufsteher in Aurora gegen 6 Uhr von einem Flugschiff überrascht, das durch die Luft segelte. Es flog nordwärts über den Marktplatz, kam der Erde immer näher und kollidierte am Ortsrand mit der Windmühle von Richter Proctor. Es zerschellte in einer gewaltigen Explosion, bei der die Trümmer über einen Umkreis von mehreren Metern verteilt wurden. Die Windmühle, der Wassertank und der Blumengarten des Richters wurden dabei zerstört. Es heißt, dass viele Bewohner von Aurora sofort zum Ort des Geschehens eilten und helfen wollten. Was sie sahen, war für sie unbegreiflich. Die Dallas Morning News berichtete, dass sich jemand oder etwas in dem Luftfahrzeug befand. Es wird vermutet, dass der Pilot der einzige Insasse war. Seine Leiche war stark verstümmelt. Aus den Überresten wurde geschlossen, dass er nicht von dieser Welt war. T.J. Weems, ein vor Ort stationierter Offizier der Fernmeldetruppe der US Army und gleichzeitig Astronomieexperte, nimmt an, dass der Pilot vom Mars stammt. Er beschrieb die Kreatur als fremdartig und hielt sie für einen Marsmenschen. Diese kamen damals in der Science-Fiction-Literatur vor, was ihn beeinflusst haben könnte. Ich war natürlich nicht vor Ort, weshalb ich keine sichere Aussage über den Piloten machen kann. Aus den Zeitungsberichten wird jedoch deutlich, dass die Überreste nicht von einem menschlichen Wesen stammten. Laut des Fort Worth Register hat der Außerirdische nicht überlebt. Es wurde berichtet, dass er auf dem örtlichen Friedhof beerdigt wurde. Die Wrackteile wurden in einen Brunnen geworfen. Die Einheimischen wollten das Ganze vergessen. Ich will nicht sagen vertuschen, aber wahrscheinlich wussten sie nicht, was geschehen war. Und das beunruhigte sie. Ein kleiner Stein auf dem Grab erinnert an den außerirdischen Piloten. Man ließ ihn jedoch nicht lange in Frieden ruhen. Die Jahre gingen ins Land und es gab immer weniger Augenzeugen von den Ereignissen im April 1897. Schließlich wurde daraus eine Legende. Das Anwesen von Richter Proctor wurde verkauft. Die Zeitungen berichteten nicht mehr über den Vorfall und die Grabstätte war nicht mehr als ein Kuriosum.
Als ich zum ersten Mal von dem Aurora-Vorfall hörte, war ich ehrlich gesagt skeptisch. Wenn man aber ein richtiger Geschichtenerzähler sein will, muss man versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Das habe ich auch gemacht. In meiner Recherche stieß ich auf mehr Vorfälle als nur auf den von Aurora. Ich ging zur Dallas Morning News und vermutete, dass die Geschichte von Aurora auf der Titelseite stehen würde. Der Artikel war aber irgendwo auf Seite 5 versteckt. Was mich überraschte, war, dass dort von mehreren ähnlichen Fällen berichtet wurde. In der Tat gibt es mehr als ein Dutzend verschiedene Geschichten von mysteriösen Luftschiffen in der Ausgabe vom 19. April. 2 Tage vor dem Vorfall gab es mindestens 16 Beobachtungen in dieser Region. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Ende November des Jahres 1896 berichteten Tausende von Augenzeugen davon, das mysteriöse Luftschiff gesehen zu haben, in 2400 Kilometer Entfernung über Kalifornien. In den Folgemonaten verbreiteten sich die Gerüchte wie ein Lauffeuer über mehr als 20 Staaten. Allein in Texas wurde das Luftschiff in mehr als 30 Bezirken zwischen April und Mai 1897 gesehen. 1897 sahen in diesen beiden Monaten hunderte Texaner etwas am Nachthimmel über Texas. Sie beschrieben es als zigarrenförmig. Manche sagten, es hätte Lichter, andere wieder nicht. Sie behaupteten, dass es 150 bis 500 Kilometer pro Stunde schnell war und Manöver fliegen konnte, die selbst heute kaum möglich sind. Die Höchstgeschwindigkeit von Zügen lag damals zwischen 55 und 65 Kilometern pro Stunde. Wenn jemand behauptete, dass etwas über 150 km/h schnell flog, dann wäre es für uns wie 1500 km/h. Der texanische Historiker Wallace Cheriton konzentrierte sich bei seiner Untersuchung des Vorfalls auf die in den Zeitungsartikeln genannten Augenzeugen. Ich versuchte zu beweisen, dass diese Menschen existierten. Und war sehr zufrieden, als ich herausfand, dass dem so war. Geschichten über Luftschiffe faszinieren mich. Im ganzen Land machten Menschen Beobachtungen. Dies bestätigt, dass es kein Einzelfall war. Was aber sahen sie und warum? Wir werden vielleicht nie wissen, was sie gesehen haben. Ich bin mir aber sicher, dass sie etwas gesehen haben. Vielleicht einen Ballon, denn Flugzeuge gab es noch nicht. Der erste dokumentierte schwerer als Luftflug des Menschen war der von den Gebrüdern Wright im Dezember 1903 in Kitty Hawk. Was auch immer 1897 über Texas flog, es war kein Mensch. Obwohl Heißluftballons Ende des 19. Jahrhunderts oft zum Einsatz kamen, konnten sie keine komplizierten Manöver wie 90-Grad-Kurven vollführen oder schnell ihre Höhe ändern, wie es manche Augenzeugen beschrieben hatten. Es gab zu jener Zeit schon Patentanmeldungen für Luftschiffe, von denen aber noch keines flog. Wir sprechen über etwas, das es 1897 noch nicht gab und das trotzdem Tausende von Menschen sahen. Ich kann mir keine bessere Erklärung für ein UFO vorstellen. Bald nach dem Absturz von Aurora blieben die Beobachtungen aus. Es kamen plötzlich Zweifel auf. Kann man den Meldungen Glauben schenken oder ist das alles nur eine Zeitungsente? Wenn man die entlarvten Falschmeldungen abzieht, bleiben immer noch hunderte Beobachtungen von gewöhnlichen Menschen, die einfach nur berichten wollten, was sie gesehen hatten. Im Laufe der Jahre untersuchten wir hunderte, sogar tausende Berichte von UFOs. Sie werden gesichtet, sie landen, sie fliegen fort. Damals aber stürzte ein UFO ab und ein Insasse blieb zurück. Deshalb hat für mich der Fall von Aurora das größte Potenzial. Außerdem war es noch vor Roswell und niemand wollte es vertuschen. Sie wussten nichts davon. Für mich war es also der ideale Fall, um zu beweisen, was vor sich ging. Musik
Aurora, Texas, 1897, 50 Jahre vor Roswell. Zeitungen berichten von einem Absturz und einem toten Alien, der auf dem Friedhof von Aurora vergraben wurde. Mit der Zeit geriet die Geschichte in Vergessenheit, bis sie 70 Jahre später wieder Schlagzeilen machte. 1973 begann Bill Case, mehrere Artikel für die Dallas Morning News zu schreiben, die schnell auf Interesse stießen, weil jemand den alten UFO-Absturz von Aurora aus dem Jahre 1897 wieder aufrollte. Die Legende war neu geboren. Ufologen im ganzen Land wollten unbedingt die Wahrheit über den vermeintlichen Außerirdischen auf dem Friedhof erkunden. Hayden Hughes, Gründer des International UFO Bureau, kam als einer der ersten in Aurora an. Aurora war für mich ein außergewöhnlicher Fall. Man konnte den Absturz eines Luftschiffs untersuchen und ebenso die Überreste des Piloten, falls sie vergraben waren. Aurora war einzigartig. Es gab eine Leiche, vermutlich die eines Außerirdischen. Es gibt sehr wenige Überreste oder Leichen, die mit UFOs in Verbindung gebracht werden. Unter diesen ist der Fall von Aurora am besten dokumentiert. Ich denke, dass die Berichte von damals wahr sind, also dass der Insasse der Pilot des Luftschiffs war und dass sein Körper fremdartig aussah. Er war sehr klein, was dem gängigen Bild von Außerirdischen entsprechen würde. Sie sind für uns so klein wie Kinder. Die Leiche, die Absturzstelle, die Wrackteile. Hayden Hughes wollte herausfinden, ob es sich um eine Falschmeldung oder die Wahrheit handelte. Als ich das erste Mal nach Aurora kam, war ich überrascht, wie klein es ist. Wo ist die Stadt? Wir sind gerade hindurchgefahren. Da ist der Friedhof, da ist der Hügel. Die Windmühle befindet sich in dieser Richtung und da unten sind ein paar Häuser oder Geschäfte. Das ist alles. Eine weitere Überraschung für Hughes war der Empfang durch die Bewohner von Aurora. Sie hatten anscheinend kein Interesse daran, das Rätsel zu lösen. Manchmal waren die Menschen offen, dann wieder nicht. Manchmal durften wir auf den Friedhof, ein anderes Mal war er abgesperrt. Es kam mir so vor, als ob die Einwohner mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollten. Anfangs war ich Feuer und Flamme, dass wir vielleicht etwas finden würden. Dies schlug aber schnell in Frustration um, weil die Stadt von Anfang an gegen uns war. Schließlich verzeichneten Hughes und andere UFO-Forscher in Aurora einen Erfolg. Sie fanden Augenzeugen des Absturzes. Problematisch war jedoch, dass einige an Gedächtnisverlust litten und andere sich nur noch bruchstückhaft erinnerten. Zudem waren alle über 80 Jahre alt. Jim Mars interviewte die Anwohner als einer der ersten. 1973 habe ich drei Leute interviewt, die 1897 gelebt hatten. Eine, Robbie Hansen, ging von einer Falschmeldung aus. Sie hatte aber nur von ihrem Vater von dem Vorfall gehört und da der das Ganze auch für einen Schwindel hielt, dachte sie das auch. Dann aber fand Mars zwei Zeugen, die Hansen widersprachen und ihre Sicht der Dinge erzählten. Mary Evans erinnerte sich an den Absturz. Ihre Eltern sahen sich das Wrack an, ließen sie aber nicht mitkommen. Wir haben also eine indirekte Zeugin. Und dann war da noch Charlie Stevens, der damals 10 Jahre alt war. Er arbeitete gerade draußen und erzählte mir,
dass ein Ding über ihn hinweggeflogen war. Es zog eine Rauchfahne hinter sich her und war wohl in Schwierigkeiten. Dann verschwand es bei Aurora. Er hörte die Explosion und sah Rauch. Daraufhin wollte er nachsehen, aber sein Vater, ein alter Landwirt, sagte ihm, dass zuerst die Arbeit erledigt werden müsste. Sein Vater fuhr am nächsten Tag in die Stadt und erzählte ihm nach seiner Rückkehr von den herumliegenden Trümmern. Laut der Mehrheit der Augenzeugen ist also etwas passiert. Neben den Augenzeugen machten die UFO-Forscher noch einen Mann ausfindig, der die Ermittler auf eine neue Spur brachte. Brawley Oates, ein Bewohner von Aurora, litt an einem extremen Fall von Arthritis und vermutete, dass seine schlechte Gesundheit mit dem Aurora-Vorfall zusammenhing. Brawley Oates lebte am Ort der Absturzstelle. Er zog 1945 dorthin. Er ließ damals die ganzen Metallteile und Trümmer aus dem Brunnen holen, weil er ihn als Trinkwasserquelle nutzen wollte. Oates meint, dass das Wasser, das er und seine Familie 12 Jahre lang getrunken haben, ihre Gesundheit stark beeinträchtigt hat. Bei ihm trat an den Händen einer der schwersten jemals beobachteten Fälle von Arthritis auf. Es ist für mich unvorstellbar, wie ein Mensch in einem solchen Zustand überhaupt überleben oder funktionieren kann. Manchmal waren die Schwellungen so stark, dass sie zu platzen schienen. Manchmal sogar größer als Golfbälle. Er behauptete, dass es am Wasser aus dem Brunnen lag. So erzählte er es uns immer wieder. Brawley Oates erzählte mir, dass die Strahlung des Brunnens schuld war, in den die Wrackteile geworfen worden waren. Da Oates den Brunnen auf seinem Grundstück zumauerte, verbaute er auch den Zugang zu wichtigen Beweisen. Für die UFO-Forscher war es nun schwer, ihre These durch wissenschaftliche Beweise zu stützen. Die Legende reicht nicht. Wir brauchen wissenschaftliche Beweise, die man bei Gericht vorlegen könnte, um zu beweisen, dass der Vorfall tatsächlich stattgefunden hat. 1973 machten sich die Forscher zur Absturzstelle und zum Friedhof auf. Sie waren auf der Suche nach Beweisen, die den Zeitraum von 75 Jahren überdauert haben. Bei der Untersuchung im Jahr 1973 fanden die Forscher Zeugen, die den Absturz eines Luftschiffs im April 1897 bestätigten. Manche behaupteten auch, ein Außerirdischer läge auf dem örtlichen Friedhof begraben. Trotz der Aussagen wussten die Ufologen, dass sie wissenschaftliche Beweise brauchten. Sie hofften, auf dem ehemaligen Gut von Richter Proctor Trümmer des Absturzes zu finden. What happened to the metal? Niemand weiß, was mit den Trümmern geschehen ist. Meiner Meinung nach wurde die Mehrheit davon weggeschafft und der Rest in den Brunnen geworfen. Den Brunnen zu finden war leicht. Es gab jedoch ein Problem. Der Brunnen war vor Jahren vom neuen Eigentümer Brawley Oates zugemauert worden. Da war diese 2,5 Meter dicke Betonschicht über dem alten Brunnen. Die zu entfernen wäre viel Arbeit. So to move that would be a major job. Davon entmutigt konzentrierten die Ermittler ihre Suche auf andere Teile des Grundstücks. Sie suchten das Grundstück ab und als dieses Gerät piepste, fingen sie an zu graben und fanden Kleinteile. Manche davon waren ganz typische Dinge für eine Farm. Neben Nägeln, Bolzen und vielen anderen identifizierbaren Objekten stieß man auf etwas Interessantes. Einer der Jungs aus Corpus Christi in Texas fand ein sehr besonderes Teil, das man anschließend von John Kirschford analysieren ließ. Es wurde 1973 zweimal analysiert. Sofort nachdem es ausgegraben worden war, brachte ich es in ein Raumfahrtlabor. Dieses Labor bestimmte für gewöhnlich die Ausfallart von Flugzeug- und Raumschiffteilen. Es hatte also die neueste und beste Ausrüstung. Dort wurde die ungewöhnliche Beschaffenheit des Teils bestimmt.
Die Analyse ergab, dass es dort sehr lange vergraben gewesen war. Das Metall bestand zu 95% aus reinem Aluminium und zu 5% aus Eisen. 5% Eisen in Aluminium gelöst ist unmöglich. Wenn Eisen vorhanden ist, gibt es normal auch Zink und andere Stoffe. Dies war aber nicht der Fall. Das Raumfahrtlabor, das die Probe zuerst getestet hatte, wollte anonym bleiben. Schüssler ließ die Ergebnisse durch das Anestas Technical Services Laboratory in Houston, Texas überprüfen. Laut Schüssler kamen die beiden Labors zum selben Ergebnis. Davon fasziniert, ließ er die Labors weitere Tests durchführen, um die Herkunft der Probe zu bestimmen. Bei der Explosion dieses Flugkörpers entstand geschmolzenes Material, das schließlich auf der Erde trocknete und abkühlte. Die Strukturanalyse des Materials ergab, dass es durch die Luft auf der Erde abkühlte, nachdem es in der Luft geschmolzen war. Dies bestätigte die Theorie über den Vorfall. Hatte man damit den Beweis für den Absturz von Aurora gefunden? Das Material, das 1973 gefunden und analysiert wurde, konnte zu jener Zeit nicht auf der Farm, in Aurora oder in der Umgebung hergestellt worden sein. Dazu wäre nur ein hochentwickeltes Labor unter Einsatz komplexer Veredelungsverfahren imstande gewesen. Es ist absolut faszinierend, etwas in der Hand zu haben, das in der Tat von einem Raumschiff stammen könnte. Die Presse stürzte sich auf die Geschichte um die neuen Ermittlungen bezüglich des Luftschiffabsturzes. Dadurch litt auch die Qualität der Berichterstattung. Ein Beispiel dafür war eine Probe, die an Dr. Tom Gray geschickt wurde. Eines Tages klopfte ein Mann an meine Tür mit vielen verschiedenen Teilen in der Hand, die er am Ort der Absturzstelle von 1897 gefunden hatte. Der Kollege von Dr. Gray bat ihn, die Proben zu untersuchen und festzustellen, ob sie vom Raumschiff in Aurora stammten. Was Sie hier sehen, ist eines der untersuchten Objekte. Ich zeigte das Teil meinem Schwiegervater, nachdem ich die Analyse durchgeführt hatte. Als erstes fragte er mich, woher ich das Wasserpumpenflügelrad hatte. Daher wusste ich mit Sicherheit, dass es nicht von einem Raumschiff stammte. Nachdem Dr. Gray das unspektakuläre Ergebnis herausgefunden hatte, begann er mit der Untersuchung von zwei Metallstreifen. Diese bestanden hauptsächlich aus Eisen. Er machte aber eine ungewöhnliche Entdeckung. Ich untersuchte die magnetische Eigenschaft, indem ich einen Magneten in deren Nähe aufstellte. Es überraschte mich, dass es keine Reaktion gab. Von dem Ergebnis verblüfft, wandte sich Dr. Gray an einen geprüften Metallurgen. Eisen-Zink-Legierungen können auch nicht magnetisch sein, je nachdem, wie sie abkühlen. Daraufhin gab Dr. Gray die Geschichte mitsamt seiner Schlussfolgerungen an seine Campus-Zeitung weiter. Als der Artikel am darauffolgenden Tag in der Campus-Zeitung erschien, besagte die Überschrift, dass ein Physiker nicht magnetisches Eisen an der Absturzstelle des Raumschiffs in Aurora gefunden hatte. Da stand kein Wort darüber, dass ich für die genaue Analyse einen Metallurgen hatte hinzuziehen müssen. Dadurch war die Katze nun also aus dem Sack. Die Folge war, dass Dr. Gray seine Ergebnisse und die Probe des Raumschiffs von Aurora zu einem Teil der Legende wurden. Dieser Teil wurde jedoch falsch dargestellt. Zeitungen berichten manchmal das, was sie für Nachrichten halten. Tatsache war, dass es sich bei den Objekten um gewöhnliche Dinge handelte, die auf einer Farm in Aurora, Texas, üblich waren. Were the kind of things you would have expected to find in a farmyard in Aurora, Texas. Nach der Untersuchung aller Beweisstücke von der Absturzstelle konzentrierten sich die Ermittler nun auf den Friedhof von Aurora. Eine stark verstümmelte Leiche soll aus dem Luftschiff hinausgeschleudert worden sein, die anschließend auf dem Friedhof christlich beerdigt wurde. In the local cemetery.
Wir versuchten, den ältesten Teil des Friedhofs auszumachen. Dort wollten wir logischerweise zuerst suchen. Während der Suche machte ein Einheimischer die Ermittler darauf aufmerksam, dass sie am falschen Ort suchen würden. Er verwies sie auf einen 100 Jahre alten knorrigen Baum. Dort fanden die Ermittler einen kleinen Stein, auf dem das Bild eines Luftschiffs eingemeißelt war. In dem Glauben, dass sie endlich das Grab des Raumfahrers gefunden hatten, machten die Ermittler des Mutual UFO Network, kurz MUFON, eine weitere verblüffende Entdeckung. Bei einer Messung mit dem Metalldetektor am Grabstein erhielten sie den gleichen Dezibelwert wie an der Absturzstelle. Walter Andrews, der ehemalige internationale Direktor von MUFON, nimmt an, dass es zwischen den Proben von der Absturzstelle und dem Messwert beim Grab eine Verbindung gibt. Die Tatsache, dass sie Metall unten im Grab geortet hatten, bedeutete, dass jemand zusammen mit der Leiche Metallteile von der Absturzstelle vergraben haben musste. Es bestand also eine wichtige Verbindung. Wir schickten im nächsten Schritt an jedes Mitglied der Friedhofsverwaltung von Aurora einen formalen Antrag mit der Bitte, die Leiche exhumieren zu dürfen. Die Friedhofsverwaltung war absolut dagegen und erwirkte sogar eine einstweilige Verfügung gegen die Exhumierung. An dem Tag, als alle zum Friedhof gehen wollten, baten sie den Sheriff von Wise County, ein paar seiner Leute zu postieren, was er auch tat. Er sagte, man wolle nicht, dass Leute auf den Friedhof kommen und dort graben. Man sei sehr stolz und wolle nicht, dass eine Leiche exhumiert wird. Das ist frustrierend, weil wir mit der Leiche des Außerirdischen wohl die ganze Untersuchung hätten abschließen können. Der Friedhof wurde 2 Wochen lang bewacht. Das war ein herber Rückschlag für die Untersuchungen der MUFON-Ermittler. Als wir wieder zur Grabstätte durften, war der Grabstein weg. Wir wissen weder, wer ihn weggenommen hat, noch wie. Dann ein weiterer Rückschlag. Jemand hatte ein Rohr von 8 cm Durchmesser in die Erde getrieben und so anscheinend das Metall nach oben geholt. Als einer unserer Ermittler mit dem Metalldetektor anschließend über die Stelle ging, schlug der Zeiger nicht aus. Ein Beweis, der eventuell das UFO-Rätsel von Aurora hätte lösen können, war verschwunden. War es wirklich die Roswell-Erfahrung von Texas? Das hofften die Ermittler 1973 herauszufinden. Aber ebenso wie der Roswell-Vorfall von 1947 wurde die Legende um Aurora in Texas mit jedem Tag etwas mysteriöser. Skeptiker versuchten kontinuierlich die Beweise von Journalisten und Ermittlungsbehörden wie dem Mutual UFO Network und dem International UFO Bureau zu widerlegen. Die Theorien reichten von Ballonflügen bis zum Gerücht, dass die Aurora-Legende nur erfunden wurde, um eine sterbende Stadt zu retten. Die am weitesten verbreitete Theorie zur Erklärung des Luftschiff-Mysteriums von 1897 war ein Ballonflug. Es ist aber leider praktisch nicht möglich, dass es ein Ballon hätte gewesen sein können. Ballons können nicht blitzschnell steigen oder sinken. Sie können keine 90-Grad-Kurven vollführen oder sich vertikal nach oben oder unten bewegen. Es ist schlichtweg unmöglich. Aufgrund der verfügbaren, detaillierten Beschreibung von verschiedenen Luftschiffen zu jener Zeit glaube ich nicht an die Ballontheorie. Die Regierung behauptete sogar in den 40ern, dass verschiedene Piloten Ballons jagten. Und selbst beim berühmten Vorfall von Roswell handelte es sich um einen abgestürzten Stratosphärenballon. Die Ballontheorie war folglich nichts Neues. Aufgrund dieser Fakten hielten viele die Ballontheorie für unwahrscheinlich.
Andere Skeptiker waren der Meinung, dass die Aurora-Legende vom Autor des 1897 in der Dallas Morning News veröffentlichten Artikels schlichtweg erfunden wurde. Meiner Meinung nach hat sich S.E. Hayden die Aurora-Geschichte ausgedacht. Ein paar Leute erinnerten sich daran, dass ihre Vorfahren von Hayden als einem Spaßvogel berichtet hatten. Für das Jahr 1897 war das ein sehr guter Scherz. Nur wurde er von keinem als solcher entlarvt. Ich habe von der Behauptung gehört, dass der Autor des Artikels, Herr Hayden, ein Witzbold war. Ich habe aber keine stichhaltigen Beweise oder andere Artikel von ihm gesehen, die diese Theorie bestätigt hätten. Obwohl Cheritons Meinung von einigen in Frage gestellt wird, führt er ein überzeugendes Argument an, das seine Theorie stützt. Für mich ist es sehr komisch, dass Hayden der Geschichte nicht weiter nachgegangen ist. Er hat nicht über das Begräbnis, den kleinen Grabstein, Gebete oder über eine wundervolle Zeremonie geschrieben. Das hätte ich von einem guten Journalisten erwartet. Barbara Bremer, die Bürgermeisterin von Aurora, hat viele Jahre lang die Stadtgeschichte untersucht. Sie meint, des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Der Vorfall folgte auf eine Reihe von Unglücksfällen, die sich in der Stadt ereignet hatten. Die erste Katastrophe war eine Baumwollkapselkäferplage, der das wichtigste Agrarprodukt von Aurora zum Opfer fiel, die Baumwolle. Kurz danach kamen bei einem Brand im westlichen Teil der Stadt mehrere Menschen ums Leben und zahlreiche Gebäude wurden zerstört. Das war aber noch nicht alles. Kurz nach dem Feuer raffte eine Fleckfieberwelle die noch verbleibende Bevölkerung von Aurora fast komplett dahin. In 1896 verließ jeder, der konnte, die Stadt. Ganz Aurora stand unter Quarantäne und man verließ das Haus nur, wenn man jemanden auf dem Friedhof begrub. In den frühen 1890ern gab es einen Hoffnungsschimmer in Aurora. Eine Bahnlinie sollte durch die Stadt führen und den so notwendigen wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Ein Nebengleis der Bahnlinie sollte hier verlaufen und eine weitere Linie sollte aus Richtung Westen kommen. Circa 40 Kilometer vor dem Zusammentreffen wurde das Projekt aber gestoppt. Diese Strecke wurde dann als Bahnlinie bekannt, die nie existierte. Die Stadt war wirtschaftlich ebenso am Boden wie die Stimmung der Einwohner. Hinter all diesen Vorkommnissen vermuten manche das Motiv für die Aurora-Legende. Aurora brauchte die Bahnlinie unbedingt, um zu retten, was noch zu retten war. Als die Bahnlinie nicht kam, ging es bergab. Die ersten zogen weg. Ich denke, dass die noch übrigen Einwohner eine Aufmunterung brauchten. Das könnte der Grund dafür gewesen sein, eine Geschichte zu erfinden. Obwohl die Theorie von Bürgermeisterin Bremer die möglichen Hintergründe der Legende erklärt, versuchen die Skeptiker weiterhin, die UFO-Anhänger zu überzeugen. Die Skeptiker behaupteten, dass Richter Proctor gar keine Windmühle besaß und die Geschichte daher Unsinn sei. Laut Charlie Stevens hatte er keine Windmühle, aber eine Bohrturmähnliche Konstruktion, um einen Brunnen auszuheben. Das ist also Definitionssache. Es gab einen Turm, mit dem das Ding hätte kollidieren können. Als Beweisstück habe ich einen der metallenen Befestigungswinkel an einem Holzarm der Überreste gefunden. Ein Winkel ist immer noch vor Ort. Die Skeptiker weisen noch auf einen weiteren Schwachpunkt der Legende hin. TJ Weems, ein vor Ort stationierter Army-Offizier, identifizierte den Raumfahrer als erster. Weems soll nur der städtische Hufschmied und keinesfalls Astronomie-Experte gewesen sein, wie es in der Zeitung stand. Laut Charlie Stevens war TJ Weems ein Hobbyastronom und hatte sein eigenes Teleskop. Das Argument, dass er keine Ahnung hatte, ist also ziemlich fadenscheinig.
Trotz der verschiedenen Erklärungen, die Ermittler, Journalisten und Skeptiker zur Legende von Aurora geliefert haben, sind sich alle zumindest in einem Punkt einig. Es ist eine gute Geschichte. Eine gute Geschichte. Mein Großvater konnte gute Geschichten erzählen. Ein texanisches Sprichwort lautet, die Wahrheit sollte nie einer guten Geschichte im Wege stehen. Vor mehr als 100 Jahren wurde die Idylle in Aurora, Texas, angeblich durch den Absturz eines mysteriösen Luftschiffs gestört. Wie beim Vorfall in Roswell, New Mexico, der 1947 stattgefunden haben soll, wird die Wahrheit vielleicht nie ans Licht kommen. Für einige Ufologen ist der Fall von 1897 aber der Schlüssel zur Lösung des gesamten UFO-Phänomens. Der Vorfall von Aurora ist deshalb so bedeutend, weil es eine Leiche gab und weil damals hunderte Menschen ähnliche Beobachtungen gemacht haben. Es gibt Roswell und andere Fälle, aber dieser Vorfall hielt die Antwort bereit. Außerdem ereignete er sich vor der heutigen Zensur. Das ist wichtig, weil niemand versucht hat, den Fall zu vertuschen. In der ehemals florierenden Stadt lebten früher 3000 Einwohner. Heute sind es nur noch ca. 400. Die Stadt mag vielleicht geschrumpft sein, aber die Kontroverse um ihren berühmtesten Besucher ist nur noch gewachsen. Die Geschichte um den mysteriösen Luftschiffabsturz hat die Einwohner von Aurora polarisiert und in Anhänger sowie Skeptiker der Legende gespalten. Auroras Anspruch auf Ruhm hängt eng mit der Legende zusammen. Sie hat längere Zeit überdauert als alles andere. Manche Menschen halten sie für einen Witz. Sie können sich nicht vorstellen, dass so etwas passiert ist und lachen darüber, weil sie das Ganze für eine Falschmeldung halten. Als ich meine Ermittlungen hier in der kleinen Stadt Aurora begann, bemerkte ich, dass die Hälfte der Einwohner das Phänomen für wahr hielt und die andere Hälfte nicht. Ich hatte das Gefühl, dass die heutigen Einwohner von Aurora denken, man belächle sie, obwohl sie rein gar nichts mit dem Luftschiff-Mysterium zu tun haben. Mir kam es immer so vor, als ob sie damit abschließen wollten. Trotz der geteilten Meinungen der Einwohner zu ihrer berühmten Legende wurde 1976 eine Gedenktafel auf dem Friedhof angebracht, der angeblich die Überreste des Außerirdischen beherbergt. Da der ursprüngliche Grabstein vor 30 Jahren entwendet worden ist, weiß niemand, an welchem Ort sich das Grab des vermeintlichen Außerirdischen genau befindet. Da wir die genaue Lage des Grabes nicht kennen und deshalb nicht wissen, an welcher Stelle wir graben sollten, bleibt nur noch der Brunnen. Die Windmühle über dem Brunnen existiert heute nicht mehr. 1945 erwarb Brawley Oates das ehemalige Proctor-Anwesen. Hartnäckigen Gerüchten zufolge ist der Brunnen auf dem Grundstück durch radioaktive Trümmer verseucht worden. Mehr als 100 Jahre später gesellt sich zu der Legende noch ein mysteriöser Flecken Land, auf dem nichts wächst. Als die Bürgermeisterin Hayden Hughes im Jahr 2005 davon unterrichtete, flammte sein Interesse, das Rätsel zu lösen, wieder auf. Für mich war es beim Fall von Aurora am wahrscheinlichsten nachweisbar, ob Außerirdische und deren Luftschiffe existieren oder nicht. Als wir mit leeren Händen abzogen, war das für mich frustrierend, weil die Beweise noch da waren, vielleicht einen halben Meter unter uns. Trotzdem half uns das nicht weiter. Wir hatten nichts, was wir weiter hätten untersuchen können. Hughes entschloss sich zum ersten Mal nach mehr als 25 Jahren wieder an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann. Das ist die angebliche Absturzstelle des Luftschiffs. Wir sind oben auf dem Hügel und um uns herum ist das Tal. Hier hatte Proctor sein Grundstück. Da stand die Windmühle und es gab einen Brunnen, der später zubetoniert wurde. Gewisse Bereiche sind noch zugänglich, aber dieser Zaun steht vor dem ehemaligen Brunnen von Richter Proctor. Für diese Sendung wurden die Eigentümer mehrmals gebeten, dem Fernsehen Zugang zu gewähren, aber leider ohne Erfolg.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da etwas ist. Das lässt mir keine Ruhe. Hayden Hughes' Frustration ist förmlich greifbar. Des Rätsels Lösung liegt so nah und doch so fern. Wir haben direkt hinter uns vielleicht einen der wissenschaftlich bedeutendsten Funde des 20. Jahrhunderts. Wegen des großen Vogelkäfigs und der Betonschicht darüber können wir aber leider nicht an die Beweise, die vielleicht den Boden verseucht haben und die heute keine Vegetation zulassen. Wenn es möglich wäre, nach unten zu gehen und zu graben, hätten wir vielleicht das noch fehlende Puzzlestück zur Lösung des Falls. Wenn wir herausfinden könnten, was sich in diesem Brunnen befindet, könnten wir eine mögliche Strahlung messen oder Überreste des Absturzes finden. Als das Luftschiff explodierte, könnten Teile in den Brunnen gefallen sein. Die meisten Menschen suchen nur an der Oberfläche und nehmen sich nicht die Zeit, genauer hinzusehen. Es ist schon komisch, dass wir wieder genau hier stehen, an dem Platz, an dem alles begonnen hat. Im Laufe der Zeit sind viele Geschichten erzählt worden. Bevor wir nicht auf die andere Seite dürfen, um dort ein paar Bodenproben zu nehmen oder um in den Brunnen hinabzuklettern, wird die Geschichte weiter bestehen und wachsen. Falls die Legende um den Luftschiffabsturz von 1897 eine Falschmeldung ist, dann sind alle auf S.E. Hayden hereingefallen, den Mann, der damals den Zeitungsartikel für die Dallas Morning News geschrieben hatte. Ohne stichhaltige Beweise können Ufologen nicht sagen, ob die Legende nun eine Legende ist oder nicht. Es gibt viele Legenden und Geschichten, die durch Weitererzählung oder durch Zeitungsausschnitte die Runde machen. Wir sehen uns aber die Fakten an. Wir untersuchen Berichte über UFOs und versuchen bei allen Fällen zweifelsfrei nachzuweisen, ob es sich um ein UFO gehandelt hat oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 85%, dass der Absturz stattgefunden hat. Die Beweise sprechen dafür. Für mich ist der Raumschiffabsturz von Aurora im Jahre 1897 der unwiderlegbare Beweis in der Kontroverse um UFOs. Heutzutage behaupten die Skeptiker nämlich, dass es sich um Satelliten, Zivil- bzw. Militärflugzeuge oder sogar um geheime Testflüge der Regierung handle. Solche Behauptungen waren aber noch nicht möglich, als der Mensch noch nicht fliegen gelernt hatte. Und das war 1897 in Aurora, Texas, der Fall. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es einen Absturz gab. Die physischen Beweise und die Geschichten der Leute passen einfach zusammen. Es ist weder ein Märchen noch eine Lügengeschichte. Einfach gesagt, 1897 ist etwas passiert, das wir bis heute nicht erklären können. Wir können viel ausschließen. Es war weder ein Ballon noch ein Flugzeug. Was war es? Ich weiß nicht. Ein UFO? Offensichtlich. Woher das UFO kam, ist das große Rätsel, das wohl nie gelöst werden wird. Wird die Wahrheit über den Fall von Aurora je ans Licht kommen? Ich weiß es nicht. Ich wünschte, in dem Grab läge ein Außerirdischer. Aber am Ende ist in dem Grab vielleicht auch nichts. Das ist das große Rätsel.